Seit den Lagerfeuern der Steinzeit ist der Herd, also die Küche, das Zentrum allen häuslichen Lebens. Kochen, feiern, essen, zusammensitzen. Kein Wunder also, dass die Küchenhändler in Deutschland einen jährlichen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro erzielen. Denn rund 50 Millionen Deutsche besitzen eine Einbauküche. Wie wichtig eine funktionierende Küche ist, merkt man erst, wenn man keine hat. Zum Beispiel nach einer Renovierung oder einem Umzug. Wenn die Einbauküche nicht geliefert wird, dann belastet das den Familienfrieden. So wie in unserem nächsten Fall. Meine Zuschauer haben eine Küchenarbeitsplatte bestellt. Was Tolles. Aber leider haben sie das online getan und warten und warten und warten. Ich fahre nach Hamburg. Von dort aus hat uns ein Hilferuf der Familie Zachmann erreicht. Zu diesem Zeitpunkt ahne ich noch nicht, dass uns die Recherchen für diesen Fall bis nach Bulgarien führen werden. Hallo, Peter Giesel, Kabel 1. Können wir auf Abstand bleiben? Machen wir, ja. Wunderbar, dann mache ich die Maske ab. Hallihallo, guten Tag. Kommen Sie rein. Hallo, hallo. Guten Tag, der Peter. Hallo. So. Wow, ihr habt es aber schön hier. Dankeschön. Das sieht nach sehr viel Arbeit aus. Ja. Familie Zachmann hat mehr als 3 Jahre lang Stück für Stück alles selbst renoviert. Doch ausgerechnet beim Küchenkauf ging etwas schief. Die Arbeitsplatte ist noch immer ein Provisorium. Sehr schön. Ich liebe ja offene Küchen. Ja. Aus mehreren Gründen. Man kann in diesen Zeiten schön Abstand halten, ne? Ist trotzdem beisammen an einem Tisch. Und bei euch auch noch so toll mit dem Blick aus dem Fenster in den Garten. Oh, toll. Echt süß habt ihr es hier gemacht. Aber den entscheidenden Fehler, den sieht man hier. Ja. Da fehlt was in der Küche. Weil sowas gibt es für 1,50 € im Grabbeltisch auf dem Baumarkt, oder? Das richtig. Kann nicht eure Traumküche sein. Nee, nicht wirklich. Nein. Erzählt doch mal. Ja, also wir wollten unsere Küche bauen und haben die auch bestellt und haben die auch bekommen. Das Problem war, dass wir eine besondere Arbeitsplatte haben wollten. Ihr werdet doch bestimmt schon sehr viel Geld losgeworden sein für die Renovierung dieses 70er-Jahre-Hauses hier, was ich gesehen habe. Ja. Da war nicht mehr so viel übrig, oder? Nee, deswegen haben wir gedacht, wir nehmen eine etwas günstigere Küche und machen eine Sache drauf. Und das ist diese schöne Arbeitsplatte aus Quarz-Composit. Das ist wenigstens ein hochwertiges Teil. Quarz-Composit heißt der Stoff. Und macht natürlich mehr her als eine Spanplatte aus dem Baumarkt. Quarz-Composit ist ein Kunststein aus Kunstharz, Quarz, Sand und Farbpartikeln. Strapazierfähig und langlebig. Was war das für ein Unternehmen, wo ihr das gefunden habt? Das war so ein Steinmetzunternehmen in Hannover. Da hatte ich auch einen sehr netten Kontakt hingehabt. Die haben mich ganz nett beraten. Preislich waren sie jetzt nicht irgendwie günstiger als alle anderen, aber die hatten halt eine sehr gute Lieferzeit. Ja, dann waren für uns die 4 Wochen angenehmer als 8 Wochen Lieferzeit bei einem anderen Anbieter und dann haben wir das halt dann da bestellt. Also Lieferzeit ist da ganz entscheidend und es waren 4 Wochen angesagt. Ja. Toll! Ja. So, und was wollten die dann haben von euch? Ja, also wir haben ganz normal das da bestellt, Auftragsbestätigung hingeschickt und wollten dann halt eine Anzahlung in Höhe von 70% von uns haben. 70%? Das waren wie viel? Ungefähr 1800. Die insgesamt gut 3 Quadratmeter große Arbeitsplatte sollte inklusive Lieferung 2558 Euro kosten. Anzahlung 1790. Die Zachmanns überwiesen den Betrag in gutem Glauben. 1.800 Euro. Was hat euch das Vertrauen gegeben, diese 1.800 Euro jemandem zu überweisen? Ich finde das gerechtfertigt, dass man so eine hohe Anzahlung zahlt, weil diese Arbeitsplatte gibt es nur für uns dann. Die kann man nicht nochmal weiterverkaufen. Da bestellt man dann als Lieferant diesen Stein, denke ich mal, schneidet hier das aus, schneidet noch den Herd aus und so weiter. Insgesamt geht es um 2 Platten hier. Genau. Das klingt jetzt, ganz ehrlich, realistisch. Ja. Und die 1.800 Anzahlung, ja, hätte ich, glaube ich, auch gemacht. Ja. So. Und dann, nach 4 Wochen, nach der versprochenen Lieferzeit? Nichts. Ich habe mehrere Male versucht anzurufen. Ein bisschen haben wir dann gedacht, so komisch, warum meldet sich denn keiner bei uns? So, man müsste doch bei so einer Anfertigung im Kontakt mit dem Kunden bleiben, weil es ist schon heikel, wenn da was schief geht. Ne? Und auch, dass ich da niemanden erreicht habe, dann wurde mir gesagt, als ich dann mal jemanden erreicht hatte, die hätten halt so viel zu tun und deswegen können sie nicht ans Telefon gehen. Dann vergingen wie viele weitere Wochen, nur mal so zur Orientierung? Eher Monate. Der ausschlaggebende Punkt war gewesen, dass wir irgendwann mal jemanden erreicht hatten und er meinte, die Platte sei jetzt schon im Versand.
wo ich dann nur gesagt hatte, das kann gar nicht sein, weil sie wissen gar nicht genau, wo der Ausschnitt für die Spüle und für den Herd ist. Ach, die hatten gar keine richtigen Maße und die Ausschnitte. Und nein, dachte, das ist, und der meinte schon, es ist im Versand. Aber da habt ihr ihn ertappt bei der Lüge, oder? Genau. Das ist so der Moment, wenn alles zusammenbricht so ein bisschen. Genau. Man merkt, die Gegenseite lügt, die weiß gar nicht, wovon sie redet. Genau. Oh mein Gott, tut mir leid. Ja. Die Zachmanns schickten dem Vertragspartner eine Mahnung und setzten eine neue Lieferfrist. Schließlich hatten sie bei der Firma knapp 1.800 Euro angezahlt. Was ist denn jetzt daraus geworden? Ja, nix. Wir haben dann herausgefunden, dass die Firma insolvent ist. Bitte? Ja. Au backe. Das heißt, man hat im Prinzip 1.800 Euro einer Person anvertraut, die eigentlich schon pleite war. Der Beschluss des Amtsgerichts Hannover gibt Gewissheit. Das Gericht hat das Insolvenzverfahren gegen die Firma am 2. Juni 2020 eröffnet. Familie Zachmann kocht vor Wut. Und jeden Morgen guckt man auf sozusagen das Ergebnis dieses, was war es, einer Straftat, eines Unfalls, Insolvenzverschleppung. Auf jeden Fall habt ihr Geld verloren und noch immer keine Platte da. Ja. Da machen wir uns sehr gerne ran. Keine leichte Aufgabe. Zuerst muss ich herausfinden, was hier genau vorliegt. Eine Vermutung habe ich schon. Also unter uns, was die Familie Zachmann hier, glaube ich, erlebt hat, das ist, das riecht zumindest so, eine Insolvenzverschleppung. Bedeutet, wenn ein Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist, sahnt es trotzdem noch kräftig ab, betreibt weiterhin Geschäfte, um mitzunehmen, was mitzunehmen ist. In die Röhre gucken dabei natürlich meistens die Kunden, gerade die ganz zum Schluss, kurz vor der eigentlichen Insolvenz, dann noch gezahlt haben. Weil für die ist dann, Gerichtsvollzieher hin oder her, kaum noch was zu holen. Ist ja nichts mehr da. Aber das ist bis jetzt nur eine Mutmaßung, jetzt müssen erst mal ein paar Fakten her. Aber ja, Insolvenz, Insolvenzverschleppung, ich glaube schon. Im Fall der Familie Zachmann lief es so. Am 22. Mai hatten sie online bestellt. Am 2. Juni wurde das Insolvenzverfahren eröffnet. Seither wartet die Familie trotz Mahnungen auf die angezahlte Küchenplatte. In der Pandemie haben es viele Unternehmen schwer. Insolvenzen sind nicht selten. In München mache ich mich mit meinem Team an die Recherche. Jetzt wollen wir doch mal schauen, von wem Sie mutmaßlich über den Tisch gezogen werden gerade. Das ist das Unternehmen. So, man sieht hier zum einen, was die machen. Fensterbänke, Fliesen, Natursteine, das ist deren Firmenbeschreibung. Oh, schau mal. Also es gibt offenbar wirklich ein Gebäude, aus dem die arbeiten hier. Und schau mal hier. Vielleicht ist ja hier die Küchenplatte der Zachmanns irgendwo im Lager und wartet noch auf Auslieferung. Ich bezweifle das ein wenig. Was sagen denn die anderen Kunden? Wenn man sich mal die Bewertungen anguckt, in den letzten Monaten ist es da schon ganz anders geworden. Schauen Sie mal, ein Stern, ein Stern, ein Stern und immer wieder ähnliche Beschwerden. Angezahlt, keine Ware bekommen. 80% angezahlt, Terminvereinbarung bis heute, nichts gekommen. Hier auch, Vorsicht, bestellt, nicht geliefert. Achtung, bitte aufpassen. Das sind, ich sag mal, Indizien dafür, dass ein Unternehmen nicht ganz so korrekt und zumindest nicht zur Zufriedenheit der Kunden arbeitet. Höchste Zeit also, dass wir mal einen Blick auch ins Impressum werfen. Das findet man so ganz versteckt immer, meistens unten. Wenn man da nämlich einen Blick drauf wirft, dann wird es zu einer richtig großen Unternehmensgruppe. Es gibt Büros und Ausstellungen in Isernhagen, das ist auch in der niedersächsischen Gegend, in Hannover und sogar ganz international ein Büro in Bulgarien, in Varna. Lustig, das Amtsgericht sagt aber, dass der Geschäftsführer, diese Firma, insolvent sein soll. Andreas D. heißt er. Und so stellt sich der Geschäftsführer auf den sozialen Medien dar. Meine Redaktion hat geforscht und herausgefunden, es ist nicht seine erste Insolvenz. Ist Andreas D. also ein schlechter Geschäftsmann? Hat er nur Pech gehabt? Oder steckt hier womöglich eine Masche dahinter? So dick aufgetragen, da müssen wir einen sehr, sehr sorgfältigen Blick drauf werfen. Und ich werde einen Mitarbeiter ins Niedersächsische schicken, um zu schauen, wer arbeitet da, wenn überhaupt noch. Mein Redakteur Jochen sammelt diese Fakten jetzt vor Ort in Isernhagen.
einem Vorort von Hannover. Dort befindet sich angeblich der Hauptsitz. Und tatsächlich, hier ist die Firma. Vor dem Lockdown waren Showroom und Verkauf noch geöffnet. Jochen gibt sich als Kunde aus. Auch er will heute eine Küchenplatte. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einer Küchenplatte und wollte mal fragen, was Sie da so im Angebot haben. Weil Naturstein-Küchenplatte soll sein 2,89 mal 61. Familie Zachmann hatte zwar online, aber trotzdem hier ein ähnliches Angebot eingeholt. Der Mann berät und wirkt kompetent. Von einer Insolvenz erfährt Jochen nichts. 1.800 Euro. 1.800 Euro. Wie läuft das mit der Bezahlung? Für die Materialien inklusive Zuschnitt 70% Anzahlung. Und den Rest bei Abholung und Lieferung in bar. Also 70% Anzahlung, bei 1.800 wären wir dann ungefähr bei 1.400 oder so. 1.200 Euro Anzahlung. Ah, okay. Wie lange dauert es denn? Die Produktion in Ihrem Fall 2 bis 3 Wochen. Bezahlung bei Abholung geht nicht? Nein, wir produzieren das auch nicht selber. Wir gehen auch 100% in Vorleistung. Die Produzenten machen sonst gar nichts. Kann das sein, dass das sicher auch kommt? Natürlich. Ja? Sonst wären wir ja nicht hier. Okay, weil ich habe im Internet komische Sachen gelesen mit Lieferengpässen und so. Es gibt Leute, die haben keine Geduld, sag ich mal. Oder das sind unsere Konkurrenten, das weiß man nicht. Das ist immer so eine Sache. Alles klar. Mit wem habe ich gesprochen? Herrn D. Herr D. Alles klar. Andreas D. steht also selbst am Tresen. Trotz Insolvenz. Meinem Kollegen plant er eine Küchenplatte, verlangt 1.400 Euro Anzahlung. Vor 7 Monaten hatten ihm die Zachmanns knapp 1.800 überwiesen. Auch für eine Küchenplatte, die er nie geliefert hat. Wie viele Opfer mögen es in der Zwischenzeit gewesen sein, die jetzt in der Gläubigerschlange stehen? Und wie und warum kann Andreas D. einfach weitermachen? Der Fall könnte also viel größer werden als 3 Quadratmeter Küchenplatte. Die Frage ist, woher kommt die Ware, die Andreas D. bis heute verkauft? Ich schicke meinen Kollegen Frank nach Bulgarien. In Dobrich betreibt die Firma dort angeblich eine Ausstellungshalle. Big Business in Bulgarien? Eher nicht. Der Laden ist dicht. Wie es scheint, für immer. Frank findet eine Telefonnummer. Guten Tag. Guten Tag. Rutsbau? Nein. Die Nummer gehört jetzt einer Keramikhandlung, die nachweislich nichts mit dem alten Unternehmen zu tun hat. Okay, vielen Dank. Auf Wiederhören. Hier macht Andreas D. keine großen Geschäfte mehr. Doch es gab auf der Homepage noch eine Büroadresse in Varna am Schwarzen Meer.